Zum 130. Geburtstag im kommenden Jahr soll die ehemalige Musikschule in der Hoyerswerder Altstadt in neuem alten Glanz erstrahlen. Länger als geplant haben die Vorbereitungen gedauert, aber die Absprachen mit dem Denkmalschutz und die entsprechende Erarbeitung der Bauunterlagen brauchten Zeit. Nun aber ist sozusagen der scharfe Start erfolgt. Ja, momentan wird im Grunde genommen das Gebäude noch entkernt, also die Bauteile, die nicht benötigt werden, werden ausgebaut, der alte Putz wird abgeschlagen, es werden die Decken untersucht, wir haben ja Holzbalkendecken, das sind so die Tätigkeiten zurzeit. In unwahrscheinlich kurzer Zeit wurde das Gebäude zwischen 1885 und 1886 errichtet. In Betrieb ging es damals als Stadtschule. Aus- und Umbauten erfolgten über die Jahre. Das jetzige Erscheinungsbild soll aber trotz weiterer Maßnahmen erhalten bleiben. An dem Gebäude ganz klar die Fassade, die alte historische Klinkerfassade, die zu erhalten ist, die aufgearbeitet wird. Die Fenster werden in der alten Gliederung beibehalten, werden als Holzfenster neu gebaut. Ja, das Dach als solches ist ja schon neu eingedeckt und ein besonderes Highlight werden sicherlich die alten historischen Eingangstüren sein, die wir gefunden haben, die wir restaurieren, aber auch neu bauen müssen, weil sie nicht vollständig sind. Und ja, dazu ist dann noch die Farbgebung mit dem Denkmalschutz abzustimmen. Das sind so die Aufgaben, die wir haben. Denkmalschutz und Energieeinsparung, kein leichtes Thema, das an der Musikschule aber umgesetzt werden soll. Grundsätzlich kann man ja sagen, mit Denkmalschutzgebäuden ist man von der Energieeinsparverordnung befreit. Das Ganze hat ja dann aber zwei Wahrheiten, denn für die Leute, die hier mal wohnen, möchten, ist es ja auch so, man kann nicht im Denkmal wohnen und im Grunde genommen Energie verpulvern. Also wir werden das Gebäude dämmen, hier in dem Fall von innen, weil die historische Fassade zu erhalten ist. Das Dach wird noch zusätzlich gedämmt. Ja, ansonsten die Fenster natürlich mit Wärmeschutzverglasung. Es werden Rollladen eingebaut. Das alles in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und natürlich die ganze Heizung und die Sanitärtechnik wird entsprechend wassersparend und energiesparend ausgerichtet werden. Also im Grunde genommen fast wie ein Neubau nach der ENEF plus eben mit dem Charme eines Denkmalgebäudes. Wohnungen von der Stange gibt es im Altbau ja eher selten. Hohe Räume sind oftmals dabei. Dass es in der Musikschule aber noch ein Stück mehr in Richtung Dachfirst geht, das hat etwas. Ja, und im Dachgeschoss wird es dann ganz einfach so sein, dass wir diesen bis in die Dachspitze aufbauen. Das gibt natürlich den Räumen nochmal ein besonderes Erlebnis. Man kann eventuell auch mit einer versetzten Ebene arbeiten, wo mal ein Kinderzimmer nochmal eine zweite Ebene bekommt oder ein kleiner Arbeitsraum angeordnet wird. Also ich denke, das sind ganz schöne Sachen, die hier in dem Gebäude passieren werden. Bevor die Schule zum Umbau als Wohnhaus verkauft wurde, gab es übrigens auch Pläne, dort das Zuse Computermuseum unterzubringen. Wir befinden uns ja in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Postgebäudes, wo Konrad Zuse gewohnt hat in seiner Jugendzeit. Ja, und dazu hatten wir ein ganz interessantes Projekt entwickelt, was auch viel Zustimmung erhielt, aber was leider eben nicht so wie am jetzigen Standort in der Neustadt sicherlich mit Fördermitteln zu untersetzen war. Und die Finanzierung ist nun mal das A und O bei so einem Projekt. Und insofern ist es, denke ich, in der Bonhoeffer Straße auch ganz gut aufgehoben. Innerhalb der Bauphasen soll es übrigens auch Tage der offenen Tür geben. Das wird dann wohl die letzte Chance sein, sich in dem historischen Gebäude noch einmal umzuschauen.